finden wir eine sehr weise Analogie. Bis auf zwei Bogenlängen entfernt oder noch näher. Wie wir bisher gesehen haben, bezieht sich der 49. Vers der Sura auf den Sirius. Und der 9. Vers derselben Sura enthält den Ausdruck zwei Bogenlängen, der sich auf die Orbits des Doppelsternsystems bezieht. Wenn wir die Zahlen dieser Verse kombinieren, 49 und 9, erhalten wir die Zahl 49,9, die Zahl der Jahre, die ein Umlauf des Systems dauert. Hier sehen wir uns einem mathematischen Wunder des Koran gegenüber. Angesichts der technischen Mittel, die vor 14 Jahrhunderten zur Verfügung standen, war es natürlich unmöglich, dass die damals lebenden Menschen wussten, dass das Sternsystem Sirius, dessen ein Stern zu klein ist, um mit dem bloßen Auge gesehen zu werden, tatsächlich ein Doppelsternsystem ist und dass seine Umlaufbahnen die Form eines Bogens haben und dass diese Umlaufbahnen 49,9 Jahre dauern. Wissenschaftler gewannen diese Information erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts. Doch Allah, der Allmächtige, der Schöpfer aller Dinge, der absolute Herrscher, hat diese Fakten wunderbarerweise im Koran offenbart. Und Allah kennt die Wahrheit. Diese wissenschaftliche Tatsache, die niemand zur Zeit der Offenbarung des Koran gewusst haben konnte, beweist es einmal mehr, dass der Koran das Wort Allahs, des Allmächtigen ist. Was wir in diesen Filmen gesehen haben, zeigt uns ganz klar eine Tatsache. Der Koran enthält keine Widersprüche. Er stammt aus der Gegenwart Allahs. Die im Koran genannten wissenschaftlichen Themen, die Aussagen zur Vergangenheit und Zukunft und seine mathematische Ordnung enthalten Fakten, die kein Zeitgenosse hätte wissen können. Diese Fakten konnten auf dem wissenschaftlichen Niveau damaliger Zeit und mit deren Technologie nicht erlangt werden. Das ist ein klarer Beweis, dass der Koran unmöglich von einem Menschen verfasst worden sein kann. Es ist die Offenbarung Allahs und sie ist unverändert bewahrt worden, seit sie uns übermittelt wurde. Sprich, wahrlich, selbst wenn sich Menschen und Dschinn zusammentäten, um einen Koran wie diesen hervorzubringen, brächten sie nichts Gleiches hervor, auch wenn die einen den anderen beistünden. Der Koran ist das Wort Allahs, der alle Dinge aus dem Nichts erschaffen hat und dessen Wissen alle Entitäten umfasst. Unsere Pflicht ist es, dieser heiligen offenbarten Schrift zu folgen und sie zu unserem Führer zu machen. Und dieses Buch, das wir hinabsandten, ist gesegnet. So folgt ihm und seid gottesfürchtig, damit ihr Barmherzigkeit findet.